Hallihallo Freunde, guten Tag, guten Morgen. Ja, der NRW bei 18 wieder hier und wir sind wieder beim Let's Play Geheimakte Tunguska. Ja, nachdem gestern das Let's Play Together wieder sehr gut vorangegangen ist, geht es jetzt heute hier weiter und vielleicht habe ich gleich auch dann noch ein bisschen Zeit für Star Trek Generations. Na, mal schauen. Ich habe mir ja gestern, wo die Teile gerendert haben, mir das hier mal angeguckt und bin hier hinten mal in die Tür reingegangen. Und siehe da, man gelangt in ein nettes Schlafzimmer. Ja. Und wenn wir uns das hier alles mal so angucken, ist mir hier vorne direkt diese komische Statue aufgefallen und die können wir benutzen. Eine Statue, wahrscheinlich von einem der Morangis. Genau, und wenn wir dieses Schwert der Statue geben... Was war das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob ich mit meiner Aktion irgendeinen Mechanismus ausgelöst hätte. Genau. Aber erstmal gucken wir uns das hier alles nochmal ein bisschen an. Landschaftsgemälde. Wenn ich mich nicht irre, könnte die Landschaft rund um die Burg als Motiv gedient haben. Typisch irisches Wetter. Eigentlich sollte man an solchen Tagen einfach im Bett bleiben. So, was haben wir denn hier? Kniestrümpfe. Lange Unterhosen. Nichts, um was ich den Eigentümer unbedingt beneiden würde. Hoppla, was ist das denn? Eine Goldmünze. Ein absoluter Traum. Mit sowas kriegt man jede Frau rum. Wenn Nina doch nur hier wäre. Ja, genau. Hätte man direkt mal... naja. Das ist jetzt nicht jungfrei. Die Gemälde scheinen sehr alt zu sein. Schon möglich, dass es hier vor ein paar Jahrhunderten so aussah. Und jetzt siehe da... Ein schwerer Vorhang. Könnte aus Brokat sein. Ein Durchgang. Es geht einige Stufen runter in einen dunklen Gang. Riecht ziemlich modrig. Was mich da unten wohl erwartet? Hinein! So, und ja, dann habe ich auch jetzt dann hier aufgehört. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Da ist eine Nische im Fels, aber ich kann von hier aus nicht sehen, ob da was drin ist. Okay. Ja, also wie gesagt, bis hierhin hatte ich dann auch... das ist ja noch mehr. Der Abstand zur anderen Seite ist nicht sonderlich groß, aber über die hochgeklappte Brücke zu springen hat offenbar schon einer vor mir versucht. Oh, stimmt. Fensterladen. Binnenladen. Nee. Okay, dann denke ich mal, geht's hier im Moment nicht weiter. Dann will ich jetzt mal in den Durchgang... Wo kommen wir denn da hin? Eine echte Folterkammer. Ups. In einem Museum finde ich sowas ja immer ganz amüsant. Aber wenn ich mich hier so umsehe und mir vorstelle, dass hier wirklich Menschen zu Tode gefoltert wurden, da hört der Spaß auf. Ach du liebe Zeit. Ausgang. Hä, Moment mal. Stimmungsvolle Dekoration. Ich hoffe wirklich, dass es nur Dekoration ist. Sisse. Eisenkette, okay, das ist schon mal gut. Eiserne Jungfrau. Klar, warum das Ding Eiserne Jungfrau heißt. Die Dornen sind so spitz. Freiwillig würde ich die auch nicht anfassen. Eine Streckbank. Ich bin mit meiner Figur, so wie sie derzeit ist, eigentlich ganz zufrieden. Ideal für Menschen, bei denen das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht nicht dem heutigen Schönheitsideal entspricht. Hier sehe ich doch schon eine Zange, genau. Die Kohlen sind kalt. Und können wir nicht nehmen. Okay. Sonst noch jetzt? Nee. Ja, dann denke ich mal... wieder hinaus und dann... in die Tür... Okay, wo sind wir hier? Ein wirklich schöner Kronleuchter. In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Ein kleiner Hocker. Ich frage mich, warum der Sessel mitten im Raum steht. Weil er vor dem Kamin steht? Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine beeindruckende Gestalt. Da sehen wir es auch. Naja.
Ich hab's vorher schon rausgefunden. Auf der Uhr ist es 7:15. Anscheinend ist sie stehen geblieben. Komisch, das Pendel bewegt sich noch. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Naja, okay. Gehen wir mal weiter. Wo kommen wir hier hin? Öllampe. Einfach alles mitnehmen. Den Schaukasten können wir auch gleich mitnehmen. Na! Die meisten Bücher interessieren mich nicht besonders. Aber hier ist auch ein Buch über Schlösser und Burgen, in denen es spukt. Da wird auch die Burg von Morangi erwähnt. Es geht das Gerücht um, dass der von 1270 bis 1305 lebende William Morangi ohne die üblichen Beigaben bestattet wurde und sie ihm sogar die ehrenvolle Feuerbestattung verwehrt haben. So wurde er, einzig mit einem schlichten Gewand und seinem Familienamulett ausgestattet, in einem Steinsarg eingeschlossen. Seitdem erzählt man sich, dass er zur Geisterstunde durch das Gemäuer zieht und jedem Eindringling nach dem Leben trachtet. Auch wenn ich nicht an solche Geschichten glaube. Die Rettung von Morangi aus dem Brunnen sollte ich besser vor Mitternacht abgeschlossen haben. Hat da einer Schiss? Okay, was ist das? Hebel? Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Ah, das ist okay. Ja, und nü? Ein wirklich schöner Kronleuchter. Tja, aber irgendwas ist doch damit. Na, okay. Gehen wir erstmal, hier war doch noch eine Durchgang. Wo kommen wir da hin? Ach, du liebe Zeit. Eine Kluft. Fackel. Die Fackel ist an der Wand befestigt. Die werde ich da nicht so einfach rauskriegen. Ich nehme mal an, dass hier immer eine Fackel zu Ehren des Toten brennt. Der Sarg ist aus massivem Stein. Keine Chance. Ach, ist ja. Hier ruht wohl ein Urahn von Lord Morangi. Okay, dann müssen wir wohl wieder raus. Was ist denn, wenn ich mit dem nochmal rede hier? Lord Morangi? Ja? Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ach, wusste ich's doch. Sobald Sie mich hier rausgeholt haben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Dann wieder hinein. Was ist das hier eigentlich? Die Speerspitzen alles? Sind zwar sehr alt und waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Eine alte Öllampe. Scheint noch ausreichend Öl drin zu sein. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, wozu man die früher in einer Folterkammer gebraucht hat. Damit wurden wohl früher die Gefangenen festgekettet. Die Münze ist bestimmt ein Vermögen wert. Ein kleiner Draht. Können wir eigentlich wieder zurück zum Pub zurück? Können wir eigentlich wieder zurück zu... Ja, tatsächlich. Puh, zweimal über den See rudern und schon fallen mir die Arme ab. Ich sollte dringend mehr Sport machen. Weil mit der Zange ist mir jetzt gerade eingefallen, dieses Brett, was wir hier hatten. Na, der Angler ist auch weg. Können wir das damit irgendwie mitnehmen? Ja! Okay. Entweder das hier ist eine Schnapsbrennerei oder die Gäste sind sehr, sehr durstig. Gut, das hatten wir schon mal. Kommen wir sonst noch irgendwo hin? Nein, nein, nein. Nein, können wir nicht. Gut. Weil mit dem Brett... Mit diesem Brett laufe ich nirgendwo hin. Bei der Länge hätte ich ständig Angst, irgendwas zu zerstören. Oder irgendjemanden. Hä? Wie war... Okay, also... Muss ich das wohl... Wo hat er das Brett denn da? Okay. Na, hat er aber gut versteckt. Ach, Moment mal, was ist denn ein Schraubstock? Was ist denn, wenn ich das kleiner mache? Nee, geht nicht. Kacke. Nee. Kann man es irgendwie kleiner machen? Fackel? Ach, da habe ich auch noch eine.
Stein, Draht, Kette. Was ist, wenn ich die Kette? Nein. Fackel, das vielleicht? Dem Schraub. Ich habe die Speerspitzen da jetzt eingeklemmt, ohne meine Finger zu verstümmeln. Der ultimative Beweis, dass man im Leben stets dazulernt. Okay. Und dann das vielleicht damit? Ich werde mal versuchen, das Brett mit den Speerspitzen auf eine erträgliche Größe zurechtzusägen. Das Brett ist zwar immer noch sehr lang, aber zumindest halbwegs transportierbar. Ach, Jerry, Mann. So, dann können wir jetzt hier raus, ja? Moment mal, die Speerspitzen, können wir die mitnehmen? So, sonst hier noch was? Whisky, nein. Ist auch nicht mehr. Okay. So, was können wir jetzt hier noch holen? Können wir hier überhaupt was holen? Torrad. Verkehrsschild. Nehmen wir sie einfach mal mit. Was ist das hier? Regenrinne, was ist das? Die ist hier auch liegt das Teil sowieso nur im Weg rum. Ist da auch wieder zu lang, oder? Zwei ineinander gesteckte Stücke der Regenrinne vom Pub. Damit hätte ich also den Grundstock für mein Eigenheim bereits zusammen. Naja. Gut, im Pub konnten wir nichts machen. Oder nichts holen für mehr. Also müsste es ja eigentlich dann nur wieder zurückgehen. Hier unten gibt es auch nichts mehr. Also müssen wir dann wohl mit den Dingern irgendetwas im Schloss anstellen. Aber was? Hier in der Familiengruft denke ich nicht. Da auch nicht. Also bleibt logischerweise eigentlich nur noch das hier über. Aber was? Aber was? Aber was? Aber was? Dieser Kronleuchter hier, das macht mich irgendwie stutzig. Irgendwie damit vielleicht abstützen? Ich weiß es nicht. Nein, nein. Mit der Kette, ne, auch nicht. Vielleicht das Brett hier irgendwie hinlegen? Ne, auch nicht. Das auch nicht damit verbinden? Ne. Ein wirklich schöner Kronleuchter. Alter, war bübscht. Ich hätte jetzt dran gedacht, dass man das hier praktisch mit dem Brett irgendwie auslegen kann. Und das geht sogar. Und darauf könnten wir dann den... Hä? Was macht der denn? In den Kamin? Okay. Sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Also immer noch nicht. Was mit der Regenrinne? Nein. Der Lappen, die Öllampe wohl auch nicht, die Zange, die Kette vielleicht? Wollen wir mal Ausschlussprinzip. Wir versuchen jetzt hier einfach alles. Das Spiel hat mich schon so an ungewöhnliche Dinge hat verzweifeln lassen. Mit dem Laden. Nein. Nein. Der Stein mit dem Brett. Freunde, ich weiß hier gerade gar nicht, was der hier vorhat. Jetzt hat er den da hingelegt. Ach, als Gegengewicht, damit der Kronleuchter da hängen bleibt. Ja, okay. Da muss dann wohl irgendwas drin sein. Freunde, ich sehe gerade die Zeit. Ja, wir machen jetzt Schluss. Ich bin gespannt, was hierbei rauskommt. Also sehen wir uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.